Wunderwesen bedeutet eigentlich, dass man erstmal einen logischen Verstand entwickelt, einen ingenieurstechnischen Verstand, sodass man abwägen kann, ob bestimmte Sachen beispielsweise halten an einem Gebäude oder nicht. Also der Grundunterschied zur Architektur ist, dass wir das Ganze nicht designtechnisch sehen, sondern konstruktiv. Wir schauen am Ende, wie viel Bewährung muss in den Beton rein, wie muss ich meine Stahlträger verbinden, dass sie halten. Es gibt aber auch noch andere Schwerpunkte. Wir bemessen zum Beispiel auch Holzbauteile oder ja, also es ist sehr vielfältig. Ich war schon immer sehr interessiert in Mathematik und ich glaube, das sollte man auch sein, wenn man hier anfängt. Ich bin selber nicht die Beste in Mathe, aber man kommt ums Rechnen nicht drum rum, man kommt um Zahlen nicht drum rum. Ja, aber man muss definitiv kein Mathe-Ass sein, um Bauingenieurwesen zu studieren. Also wir haben hier an der Uni sehr große Möglichkeiten, auch praxisnah und praxisorientiert zu studieren. Grundvoraussetzung, um seinen Bachelor abschließen zu können, ist ein 12-wöchiges Praktikum. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich persönlich in einem Statikerbüro gemacht, aber auch mit Einblick auf Baustellen. Und die Professoren selber, die vermitteln ja nicht nur die Theorie, sondern die forschen ja dann auch in der Praxis. Die forschen mit Firmenpartnern zusammen, sodass man dort auch als noch sehr junger Student oder Studentin Möglichkeit hat, dort einen Einblick zu gewinnen. Zum Bauingenieurwesen gehört auch die Informatik dazu. Das heißt, man hat hier auch die Möglichkeit zu programmieren. Man hat die Möglichkeit, dann eben in solche Forschungsgebiete auch mit reinzuschauen. Beispielsweise an der Professur Bauinformatik forschen wir an intelligenten Brücken, an schlauen Brücken, die wir mit Sensoren ausstatten und ja, die uns dann den Zustand über eine Brücke liefern sollen. Und das machen wir unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz. Das machen wir über mit mathematische Methoden. Somit gibt es dort ja, viele Wege, eine Brücke zu analysieren. Kein Bauingenieur wird mehr ohne den Computer auskommen können. Und wenn man sich später in der Praxis selber ein Programm schreiben kann, was einem bestimmte Probleme löst, dann ist das natürlich sehr praktisch. In Weimar bekommt man einen sehr guten Einblick. Auch man hat viel Kontakt mit Promoventen, mit Doktoranden, mit Professoren. Das ist natürlich alles wirklich sehr inspirierend. Ansonsten nach dem Bachelor, also ich bin jetzt im sechsten Semester, habe ich vor, erstmal noch meinen Master auch hier zu machen. Und danach steht so ein bisschen die Entscheidung an, geht man in die Praxis oder bleibt man an der Uni. Für mich persönlich wird es wahrscheinlich so ein Zwischending werden. Ich werde schon versuchen, meinen Doktor zu machen. Und gleichzeitig aber auch Praxiserfahrung zu sammeln, das ist immer sehr wichtig. Also ich bin in ziemlich vielen Professuren tätig, was sehr schön ist, besonders im Bachelor schon eine so große Vielfalt an Erfahrungen mitnehmen zu können. Und so, dass man dann auch, ja, glaube ich, besonders wenn man als Hiwi auch irgendwo tätig ist, sehr schnell erkennt, ob einem die Arbeit an der Uni, das Wissenschaftliche, das Forschen Spaß macht oder nicht. Und bei mir persönlich war es so, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich mir momentan noch gar nicht vorstellen kann, nicht in der Forschung zu bleiben. Und da bietet es sich natürlich optimal an, auch einen Doktor an der Uni zu machen. Also ich habe mich für die Bauhaus-Universität in Weimar entschieden, weil der Standort Weimar mir erstmal sehr gut gefallen hat, hat mich sehr angesprochen. Es ist eine kleine Stadt, trotzdem ist es aber studententechnisch viel los. Wir haben hier viele kreative, schlaue Köpfe, die immer für viel Unterhaltung auch in der Stadt sorgen. Und in Weimar hat man natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir ein sehr kleiner Jahrgang auch sind, haben wir auch eine sehr gute Kommunikation untereinander. Wir helfen uns natürlich gegenseitig. Wir bilden Lerngruppen, die sich dann auch nach der Uni quasi weiter zum gemütlichen Bierchen treffen. Wir gehen zusammen in Bars. Das Studentenleben in Weimar ist sowieso sehr vielfältig allgemein. Also die Wohnungssuche in Weimar, die hat sich eigentlich recht einfach gestaltet. Ich habe schon relativ früh angefangen zu suchen
und bin dann auch schon 3 Monate früher, als eigentlich Studienstart war, schon in Weimar eingezogen, was ganz schön war, weil man die Stadt vor dem Studium schon kennenlernen konnte. Ich persönlich wohne jetzt alleine. Ich habe aber auch sehr viele Freunde, die in WGs wohnen, eigentlich fast alle. Das sind 2er-WGs, 3er-WGs. Ich habe aber auch schon eine 12-Mann-WG kennengelernt. Also ich würde sagen, da ist für jeden, für jede Persönlichkeit ist da irgendwas dabei.